choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Ich sag zwar, willkommen zu Let's Play Honkai Star Rail, aber heute, also für mich, wird heute jedenfalls nicht viel passieren. Ich will jetzt hier nur ein bisschen die Gacha spielen, damit ich schon mal hier vielleicht ein, zwei neue Charaktere bekomme, hoffentlich. Und dann werde ich dann in, weiß nicht, ein paar Tagen oder ein paar Wochen, nicht ein paar Wochen, in einer Woche vielleicht ungefähr, werde ich weiter dann mit der Story wachen, ne? Aber damit ich dann irgendwie, weiß ich nicht, schon direkt einen neuen Charakter für die nächste Story habe, habe ich mir gedacht, ich tue jetzt hier schon mal erstmal aufnehmen und neuen Charakter pullen, ne? Und ja, wir sind hier auf unserem, ich wollte jetzt sagen, auf unserem Schiff, aber wir sind hier auf dem Zug, ne? Auf dem Astral Express. Muss schon sagen, ich habe dich gerade gehört, wie du, ich habe gerade deine Schritte gehört, aber du bist dann hier auf zu Dr. Ratio hingegangen. Und ja, ich habe mal Agentis Musik hier reingepackt, der hier, das ist dieser rothaarige Schönling, gegen den wir mal gekämpft haben. Kann ich einmal falsches Ding, ja, den haben wir auf Pinakuni gesehen. Das ist, wir wissen, er hier, das ist den sein Kampfthema, haben wir ja, glaube ich, auch gehört, ne? Aber ja, wollte ich noch mal sagen. So, wie gesagt, heute machen wir nur ein bisschen Gacha. Heute, also nicht heute, aber schon von der Woche ist sie rausgekommen, ne? Feishao. Und ja, guck ich mal, was hier noch los ist, ne? Die haben jetzt irgendwie was hier an der Gacha geändert. So hat man jetzt, in der Zweit-Gacha kann man jetzt aus drei Charakteren wählen, was irgendwie ziemlich krass ist, wenn ein irgendwie ein Charakter fehlt, den man irgendwie hier noch haben möchte unbedingt, ne? Das ist schon irgendwie ziemlich krass, was die jetzt hier gemacht haben, ne? Genshin. Und, keine Ahnung. Für mich ist das ohne Bedeutung, weil ich habe wortwörtlich jeden Charakter, den ich haben will. Bis jetzt. Also bei mir, für mich sind nur noch neue Charaktere wichtig. Ich habe wortwörtlich alle Charaktere, die bisher alle rausgekommen sind. Und deswegen ist das für mich jetzt nicht so wichtig. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Charakter gibt, der schon draußen ist, den ich mal verpasst hatte und den ich dann immer noch haben will. Ich glaube nämlich nicht, ne? Ich meine, die alle zu haben wäre natürlich noch cool, aber so richtig unbedingt haben muss ich die nicht. Dann haben wäre vielleicht cool, ne? Wenn wir die ganze Express-Crew jetzt hier haben, ne? Übrigens, der eine Kollege ist auch jetzt draußen, ne? Hier, Moe's. Der ist ein 4-Sterne-Charakter. Das heißt, er ist kein 5-Sterne-Charakter. Das heißt, er bekommt nicht seine eigene Gacha. Das heißt, den kriegen wir garantiert heute, weil der in der heutigen Gacha dabei ist, ne? Nö. Okay, Butel vielleicht. Butel hätte ich vielleicht noch Bock. Ne? Aber alle anderen Charaktere sind jetzt nicht so unbedingt. Himeko kann ich nicht. Himeko und Yanshin kann ich nicht beeinflussen, weil die sind in der Standard-Gacha. Weiß nicht. Seele kann ich nicht leiden. Er ist der beste Heiler, aber ihn möchte ich auch nicht unbedingt. Ihn möchte ich nicht. Sie möchte ich nicht. Sie ist eigentlich gut zu spielen, aber ich mag sie irgendwie nicht so. Aventurin wäre vielleicht auch gut. Argenti wäre eigentlich auch noch cool. Aber im Moment ist das jetzt noch nicht so wichtig, deswegen für mich sind nur neue Charaktere im Moment wichtig. Ich glaube, in der nächsten Gacha kommt hier die andere Kollegin, die wir schon getroffen haben, ne? Hier die auf der linken Seite, ne? Vielleicht will ich sie auch noch haben, aber ich will erstmal gucken, wie das heute hier so abläuft mit der Gacha. Übrigens, guckt euch das an, ne? Das ist, weil das Spiel geupdatet wurde wieder, ne? Und das Spiel denkt sich einfach so, hey, hier, nimm mal 1000 Stellariade, also Gacha-Währung, und 10-mal Benzin. Das ist sozusagen das Zeug, was hier unsere Energie, unsere tägliche Energie auffüllt. Und die geben uns jetzt eiskalt mal 10 Stück von den Dingern und einfach so für gratis. Das ist einfach absolut gestört ist, ne? Ich meine, du hast nur 40 Tage Zeit, das anzunehmen, aber es ist trotzdem absolut gestört. Die Story geht schon weiter, aber wie gesagt, wir spielen heute nur Gacha. Hier ist wieder ein Event, das kann ich natürlich erst wieder spielen, wenn ich die Story durchgespielt habe hier zu dem Zeitpunkt. So, Testlaufe habe ich noch gar nicht gemacht, weil hier sind jetzt so viele, weil wir haben jetzt hier drei, vier Sterne Charaktere, 5-Sterne-Charaktere, die zur Auswahl sind, ne? Sie habe ich noch nicht ausgetestet. Ich weiß nur, sie ist Jagd und Wind. Das ist eigentlich genau die gleiche Konstellation wie Danhang. Ist auch Jagd und Wind. Und ja,
Ansonsten ist jetzt das weg. Das müsste jetzt eigentlich weg sein, ne? Ja, das ist jetzt komplett weg. Nein. Gut, dann haben wir noch mal 1000 Stellariade einfach so umsonst bekommen, ne? Und Benzin, damit wir hier, damit ich hier offscreen sie grinden kann, ne? Falls ich sie bekomme. Ne, guck euch das an, 16. Das heißt sozusagen mehr Zeug zum Grinden, dass du täglich grinden kannst, ne? Und im Gegensatz zu Genshin, wo ich noch gar nicht mal dazu komme, diese Dinger hier zu verballern, ist das hier sehr wichtig, weil Grinden in diesem Spiel dauert irgendwie nur so 5 Minuten, ne? Ich habe in 5 Minuten hier, ich habe hier, weiß nicht, 240, ne? Selbst wenn die alle voll werden, in 10 Minuten wäre alles weg. Und da ist das, und das per Auto-Battle, ne? Ich muss noch nicht mal irgendwie was machen, ne? Ich muss mir einfach nur irgendwas suchen, so, was will ich heute grinden, will ich heute, weiß nicht. Keine Ahnung, Erfahrungspunkte, Artefakte, ja, gehst du da hin, klickst einmal da drauf. Dann kannst du 60 Dinge auf einmal verballern und ja, das dauert dann so ungefähr 10 Minuten. Du musst noch nicht mal irgendwas machen, du musst einfach eine Auto-Battle machen, ne? Mit einem starken Team da reingehen. So, jedenfalls, genug gelabert. Wir spielen hier die Musik von Agenti ab, ne? Im Hintergrund. Währenddessen tun wir hier Gacha spielen. So, ich will aber, glaube ich, erstmal, genau, ich habe nämlich hier genug Punkte auch schon angesammelt. Wir haben 18.000 Stellariade und 20 Tickets. Ich weiß gar nicht, wovon die alle kommen. Doch, weiß ich. Ich hatte noch irgendwie 10 übrig, die ich mir angespart habe von irgendetwas. Ich weiß nicht mehr wo. Und dann haben sie einen nochmal 10 gegeben, weil das Spiel geupdatet wurde. Ne? Und dann geben sie einen nochmal so 10 Tickets. Ne? So, hey, die Version wird gerade upgedatet, hier nochmal 10 Tickets. Ne? Also ich sitze jetzt ja gerade auf 20, das reicht definitiv um für 90 Puls. Die Frage ist nur, ob wir sie auch bekommen. Ne? So, aber bevor wir uns darum kümmern, gehen wir hier rein. Ich habe 13 Dinger hier noch übrig zusammengefahren. Die sind ja, die kriegst du ja immer jede Woche und so ein bisschen und ich als andere. Ich habe mir wieder etwas Gacha-Food hier geholt. Nimm 2 Lachgummi. Hatte ich mal Bock drauf. Ne? Und ich esse jetzt wieder hier ein pro Gacha, ne? Als Glücksbringer. Oh, ein Blatt. Oh. Die sind schon lecker. Die waren auch billig irgendwie. Die waren irgendwie im Angebot unter 1 Euro. Muss ich zuschnappen. Und 200 Gramm ist auch noch nicht schlecht. Ja, für mich ist immer wichtig, wie viel bezahlst und wie viel kriegst du dafür, ne? So eine Tüte Chips oder so für 2 Euro. 50 Gramm ist für mich zum Beispiel Verschwendung. Natürlich lieber irgendwie, weil nicht 1 Euro für eine ausgeben, für eine Billigmarke, und krieg dafür irgendwie, weil nicht 100 Gramm. Ja. Gut, Rainer. Oder bekommen. Boom. Kein 5 Sterne, alles klar. Aber egal. Das ist noch egal. So. 3, 1. Den habe ich noch gar nicht. Grenzenloser Tanz. Nice. Da hat man sogar einen Erfolg hier. In dieser Gacha. Oh, der ist auch gut. Den benutze ich für Joye. Also diese Marionette hier, diese, nicht eine Marionette, diese Puppe, die ja letztens in Ausführungszeichen gestorben ist. Was ist dieser Lichtkegel? Den habe ich letztens gesehen. Ich glaube, der ist für Nichtigkeit. Ups. Okay. Das ist genau wie in Sandstone Zero. Du hast irgendwie 2 Knöpfe hier drücken. Also ich drücke Viereck und ich komme auf diesen Screen. Ich drücke Dreieck und ich komme auf in diesen Screen. Das ist irgendwie so eine Anlehnung aus dem Trailer. Da hat man irgendwie gesehen, wie Schwarzer Schwan und ich habe ihren Namen vergessen. Acheron, mein Gott. Keine Ahnung, die haben in Schwarzer Schwans Trailer haben die irgendwie zusammen miteinander getanzt. Und keine Ahnung, Schwarzer Schwan kann irgendwie, weiß ich nicht, die Gedanken von irgendwie anderen Leuten lesen und irgendwie. Hat sie die Gedanken von Acheron irgendwie gelesen während des Tanzens, ist beinahe irgendwie voll irre geworden, weil irgendwie Acheron durch eine Menge Zeugs durchgegangen ist, ne? Ist beinahe durchgedreht, als sie irgendwie ihre Gedanken gelesen hat oder irgendwie sowas, ne? Also ja, keine Ahnung. So, das für Nichtigkeit. Erhöht die Crit-Rate des Trägers um 8%. Der Träger verursacht mehr kritischer Schaden bei Gegner, die verringerte Verteidigung besitzen oder verlangsamt sind. Das ist ehrlich gesagt ziemlich gut für Welt, merke ich gerade. Weil Welt ist irgendwie, weil nicht. Welts Fähigkeiten sind irgendwie dafür da, irgendwie Gegner zu verlangsamen. Und ich laufe mit Welt hier die ganze Zeit mit einem 3-Sterne-Ding rum. Von daher passt das gerade wie voll perfekt. Ne? Ich habe ihm gerade das hier gegeben. Ne? Erhöht den Träger, verlangsamt Gegner, verursachen Schaden um 48%.
Das klingt sehr hoch, aber das ist eine 3-Sterne. Das ist eine 3-Sterne-Waffe und die haben von Natur aus weniger Werte. Ne? Hier 846 HP, 317, 264, ne? Das 900, 400, 306, ja, das sind auf jeden Fall bessere, ja, natürlich sind da bessere Werte, aber trotzdem. So, und wo ist das andere? Den hier. So. Den benutze ich für Juye. Da bin ich auch. Da habe ich letztens irgendwie drüber nachgeguckt. So, wie kriege ich denn das nochmal? Wie kriege ich das Ding nochmal? Ich hätte gerne eine bessere Waffe für sie, ne? Ich habe gedacht, irgendwie, da kann man irgendwie hier durch sich holen, so in-game. Einige Dinger kannst du ja auch in-game holen, ne? Aber okay, das hier werde ich definitiv im Auge behalten. Finde ich gut. Das hätte ich gedacht, ziemlich gut, dort wir ja gerade bekommen haben. Auch wenn wir keinen Charakter bekommen haben. Aber ist doch egal, ne? So. So, ich habe das Loch zu klein gemacht für meine Weingummis. Und, Mandarine, glaube ich. So. So, jetzt kommen wir wieder hier hin, ne? Mal gucken, was hier passiert. Selbst wenn wir sie nicht bekommen, Most werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bekommen. Ne? Esther hätte ich auch noch ein bisschen. Das ist halt Mädchen auf der ganz linken Seite. Luca habe ich schon maximiert, aber benutze ich nicht. Heißt Esther, also links und rechts, die beiden Charaktere werden auch noch interessant, aber natürlich werden natürlich sie hier am besten. Also genau, ein Boom. Gucken, was hier abgeht. So, genau, warte mal. Ich habe mir mal ein Textdokument hier vorbereitet, um mich mal hier, ja, notiere, wie viele Puls ich hier ab, ne? Ausnahmsweise. So, und da ist er direkt. Modes, die Jagd, der ist Elektrojagd. Ich habe da die Kombination, gibt es noch gar nicht. Die müssen wir gleich auch mal abchecken, ne? Soweit er so kann, weil ich habe keine Ahnung. So, und der ist alles rübergekommen, ne? Ja. Okay, ausgezeichnet. Zeig mal. So. Wenn er gut ist, benutze ich ihn auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich habe wahrscheinlich keinen Lichtkegel für ihn, weil ich voll wenig Jagdkegel habe. Aber ich weiß auch nicht genau, was er braucht, ne? Vielleicht habe ich ja genau das Richtige, was er braucht, ne? So, den werden wir gleich mal austesten, ne, in der Charaktertestphase. Aber gucken wir jetzt erstmal hier, ne? So, Glückslachgummi bitte. Oh, wieder ein Blatt. Oh. Ein Blatt hat mir gerade Glück gemacht. Aber bis jetzt hat mal Glück. Ne? Noch einer. Rest Pull Nummer 2. Warte mal, ja, professionell notieren. Ich wünsche halt, wäre ein Sendes wie ein Sendes und Zero, wo das einfach da steht. Das Ding habe ich glaube ich schon maximiert. Das ist eine super nützliche Funktion, finde ich einfach nur. Verstehe nicht, warum die halt nicht einfach so da reinpacken. Ich meine, Honkai Impact Third hatte diese Funktion auch. Da kannst du auch irgendwie sehen, wie viele Dinger du nur noch brauchtest für ein 5-Sterne-Objekt. Diesen einen Monat, in dem ich das Spiel gespielt habe. Ich meine, die hatten das auch. Ich meine, die hatten auch diese Funktion. So, ja, ich hatte das schon maximiert. Okay, so, also das war ein bisschen Verschwendung. Aber okay. Und die Musik. Ja, einer. Also ja. Weil ich jetzt keine Pässe mehr habe, muss jetzt mein Dings angekratzt werden, mein Konto hier. Mein Stellaris Jade Konto, ja. Im Moment weiß ich auch nicht, ob es irgendwie was gibt, worauf ich hinaus sparen will, ne? So, da ist er schon wieder. Maus. Da muss ich meinen, mehr als ultimativer Schulwahnsinn denken, ja, an dieses eine Mädchen, die was, die ist doch Maus, ne? Wie ist die nochmal in echt? Ja, doch. Da war ja nicht, oh, schon wieder was Neues. Planetarisches Rendezvous. Wie war nochmal ihr echter Name? Ich habe den Namen vergessen. Mir hat ganz einfach ist irgendwie so Jennifer oder irgendwie so was, glaube ich, ne? Ich glaube, Moos war irgendwie ihr Nachname, oder? So, nach Kampf weiter stellt Moos 20 Punkte Energie wieder her. Das ist
klingt schon recht cool. Ich habe jetzt ja Schein, Stand for the Fridge, steht der Zeitpunkt der Energie wieder, ja. Alles klar. Sieht man gar nicht. Wir haben schon wieder einen neuen Lichtkegel. Der Lichtkegel ist schon ein bisschen älter. Harmonie. Oh, ist das Esthers persönlicher? Ja, wird natürlich Sinn machen, ne? Esther ist gerade in der Gacha, ne? Wenn der Verbündete nach Kampf einschränken, denselben Schadentyp wie der Träger verursacht, wird der zugefügte Schaden um 20% erhöht. Weiß nicht, ob das so gut ist. Ich meine, ich habe immer gerne verschiedene Charaktere aus mit verschiedenen Elementen. Wenn du jetzt irgendwie Glühwürmchen im gleichen Team hast, wäre natürlich gut, ne? Weil die ist Feuer. Und Esther ist auch Feuer. Oder je nachdem, wie man dann ausrüstet, ne? Oh, da wäre eigentlich gut für Sparkle. Mit dazu, wenn ein Verbündeter nach kann man denselben Schadentyp. Warte mal, das wäre ja richtig gut für Sparkle. Weil Sparkle tut ja irgendwie Charaktere aufleveln, wenn die denselben Schadenstypen fahrt. Oder nicht? Ja, wenn die denselben Schaden, wenn die alle von Quanten sind, ne? Ja. Muss ich mal gucken. Ne? Ich gucke mir halt immer online an. Ja. Guck mir, welchen Mafia war schon wieder am Blatt. Einer. Komm. Nummer 4. Also ja, hier wird auch nicht mehr passieren, ne? So ganz nebenbei, ne? So. So, da haben wir Esther einmal, cool. Die habe ich schon hochgelevelt und alles drum und dran, aber nutze ich irgendwie nicht so oft. Wenn ich jetzt ja Eidolons ein bisschen hochkriege, dann vielleicht schon. Und 5, wenn die zweite mehr Aufladestapelung hat. Okay. Das sind diese Buffs, die sie hat. Okay. Überrascht, dass wir noch nicht Luca bekommen haben. Weil normalerweise kriege ich mal die Charaktere, die ich schon. Oh, ich habe 5-mal links. So. Ja, kein Ticket. Weil normalerweise kriege ich mal die Gegner, die Charaktere, die ich schon dutzende Mal, die ich schon maximiert habe, ne? So. Wieder ein Blatt. Ne, der Banane. Ausgezeichnet. Das wäre Pol Nummer 5. Das war natürlich, ich mir hat alles professionell. Ne. Oh Gott. Also hängt schon so ein bisschen ab, was hier alles noch passiert. Maus, cool. Was hier alles so noch passiert, ne? Sehr variabel, was hier abgeht. Am besten wäre ja, wenn wir sie bekommen nach 9 Puls, ne? Aber wenn nicht, dann ja, muss ich halt sparen, ne? So, Geiselung. Wer hat denn von einem Verbündeten verursachen kritischen Schaden gegen Ziele, die als Beut markiert sind? Was? Wie viel mal wetten, der verwandelt sich in so einem Wolf? Wie viel mal wetten, dass das voll der Spoiler ist für die Story? Irgendwie so was, ne? Ich habe da schon seit Ewigkeiten gesagt, was ist das hier? Eine Kirsche. Wow, die sehen so. Ich merke gerade, wie die aussehen. Oh Gott, die sehen so zweideutig aus. Oh Gott. Pol Nummer 5. 6. Meine ich. Ja. Ne. Da sieht man immer so an dem Ticket. Ich will sie ja immer wieder zu verschwommen ist. Okay. Dann weiß ich auch, was ich grinden kann, ne? So. Nach dem Fall der Harmonie. Das Ding habe ich, aber benutze ich glaube ich nicht. So, da ist Luca. Jetzt haben wir sozusagen ein Pull sozusagen zurückbekommen, weil wir 20 Punkte bekommen haben. Was ein bisschen doof ist, aber. So. Ja, genau das. Ich habe das noch nicht mal ich habe noch nicht mal ein einziges Mal hochgelevelt. Muss mich da mal ändern, damit ich halt weiß, aber da muss ich mal irgendwann
Er ist einfach nur dafür da, irgendwie, weiß nicht. So, damit ich dann nicht irgendwie mal aus Versehen wegwerfe oder so, ne? So, erhöht den Bruch-Effekt des Trägers um. Bruch-Effekt wäre natürlich nicht schlecht. Für wen ist das? Gelehrsamkeit. Ja, okay, das wäre vielleicht für Jade oder so, ne? Ich habe keine Gelehrsamkeit-Charaktere außer Chinche. Ich benutze. Das ist die einzige, die ich benutze, glaube ich. Ich hatte mal Servai benutzt, aber einfach noch weit am Anfang des Spiels. So, das wäre jetzt Pull Nummer 7. Ich habe wieder ein Gummibärchen gegessen. Ich habe gar nicht gesehen, was das war. So, ich sehe, wir gehen die ganzen neuen Dinger hier, die ganzen neuen Puls, ne? Nicht vorher. Obwohl beim 8. Pull ist die Wahrscheinlichkeit auch schon ein bisschen erhöht. Also theoretisch könnten wir sie auch bekommen beim 8. Pull, aber beim 9. Pull kriegen wir sie garantiert. Ja, das hatte ich übrigens auch schon. Ich glaube, das habe ich auch schon maximiert. Glaube ich. Ja, habe ich schon maximiert. Werde ich alles auf Screen aussortieren. So. Eine Zitrone sein, ich weiß ja nicht. Bin übrigens nicht gesponsert bei NIM 2 oder Lachgummi. Ich hab die Nummer wieder gesehen, habe mir gedacht, oh, ich habe die schon lange nicht mehr gegessen, also nehme ich mir mal mit. Na, das ist Pull Nummer 8. So, jetzt könnte die Wahrscheinlichkeit schon höher sein. Ja, okay. Ist 5 Sterne. Ich habe gesehen, wie er verschwommen war. So, mal gucken. Kriegen wir sie oder jemand anderen? Ja. Jawohl. Und Luca. Ja, ausgezeichnet. Dann habe ich wieder jemanden zum Hochtrainieren. Und ich habe noch etwas Zeugs übrig für die andere Lady, falls ich die noch haben will. Wie viel habe ich noch? Ich habe 8500. Lass mich mal kurz rechnen. Das sind 4 Puls oder so, ne? 8553 geteilt durch 1600. Erzählen, ich hab durch 11600. 553 geteilt durch 1600. Boom. 5 Puls sind das, alles klar. So, ausgezeichnet, cool. Jetzt haben wir 2 neue Charaktere wieder, ne? Feischau. Boah. Boah. Ja. Genau, die Diskussion hat sie Ohren. Ich guck gerade, ob man irgendwie sehen kann, ob sie Ohren hat oder nicht. Ich glaube aber nicht, ne? Ja, aber sie ist cool. Ich finde sie cool. Bin gut, als sie hat. Sie hat ein cooles Design, coolen Charakter. Sie ist Jagd und Wind. Wie tue ich noch mal Charaktere markieren? Neben Spiel. Über Genshin geht das einfach nur mit Viereck. Ja, ne? Die werde ich ganz eindeutig benutzen. Ich habe schon Danhang irgendwie trainiert, so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob ich den jemals benutze. Außer der bekommt irgendwie einen neuen Pfad, so wie März. Okay, dann gehen wir mal zu Charakter-Testphase Dingenskirchen. Dann testen wir erstmal Moos aus, ne? Gucken, was er so drauf hat. Und da sind wahrscheinlich voll die dicken Spoiler schon drin, ne? Nachdem Moos ein Gegner als Beute markiert hat, tritt er vorübergehend in den Status des Abgang ein. Nachdem die Beute angegriffen worden ist, löst Moos einen Folgeangriff. Oh, Folgeangriffe. Nachdem die Beute angegriffen worden ist, verdorrt Moos zusätzlichen Schaden. Ich mag Folgeangriff-Charaktere. So. Ach so. Wow. Okay. Er hat nun endlich. Wird für Gegner unsichtbar und sein Schaden wird erhöht, wenn Moos durch Angriff auf Gegner einen Kampf einleitet. Okay, sag mal. Er wird definitiv nicht. Sie wird definitiv nicht diesen Dings hier sehen, ne?
Füße, Füße. Da kommt er mit einem Shoryuken. So, fügt ein Gegner geringen Blitzschaden zu, markiert ein Gegner als Beute, fügt ihm Blitzschaden zu, enthält 9 Punkte Aufladung. Was bedeutet das? Weißt du, da kann er nur 9-mal Folgeangriffe machen. Ist das Feisha da oben? So hinter ihm. Fügt einem Gegner Blitzschaden zu und statt Folgeangriff des Talents. Wenn sich Beute aus, klingt auf jeden Fall schon mal cool. Boom. Ja, so der Ezio, dieses Spiel. Ja. Sie hätte ich aber gerne auch noch ein paar Mal bekommen. Was soll man machen? Bevor ich den Charakter bekomme. So. Erstmal eine Verteidigung runterballern. Sie will ich ja eigentlich auch benutzen, aber habe sie noch nicht trainiert. So. So, wo ist das mit der Beute? Da unten 0 von 9. Ja, ich muss erstmal die Gegner markieren, ne? So, und wenn ich jetzt den Gegner angreife? Ah, er tut einfach angreifen, also er tut angreifen, aber man sieht keine Animation. Alles klar. So, dann zeig mal. Zack. Was? Wie habe ich das jetzt ausgelöst? Warte. Er macht halt nur alle drei Angriffe. Ah, ich sehe auch, der hat da so ein, warte mal, wo ist mein, hier, der hat so ein ganz kleinen Ring hier, ne, der sich füllt, ne. Ich hab den, er hat noch dreimal, ne, also, boom. Oder auch nicht. Zwei, jetzt hat sich der gefüllt. Jetzt ist den sein Ring am Leuchten, das heißt, wenn ich jetzt nochmal angreife, dann setzt er auch nochmal einen Vollangriff ein. Also alle drei Angriffe tut er dann einen Folgeangriff machen, alles klar. Das kann ziemlich broken sein, ehrlich gesagt. Wenn jedes Mal sein Angriff so als Folgeangriff zählt, ne? Mit den richtigen Voraussetzungen kann er ziemlich powerful sein. Und lass mich raten, Face Shower hat auch irgendwie was mit Folgeangriff, ne? Meistens ist das nämlich so. Immer wenn ein neuer Charakter irgendwie freigeschaltet wird, dann ist einer der neuen 4-Sterne-Charakter meistens immer eine runtergetonte Version von diesem Charakter. So im Sinne von, oh, du hast diesen 5-Sterne-Charakter nicht bekommen. Ja, lass mich dir diesen Bootleg-Version davon geben. So als Entschädigung. Nicht immer, aber manchmal. So, wow, er hat viel Schaden gemacht. So, gut. Alles klar, dem werde ich meinen Hinterkopf behalten. Den Typen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal Face Shao an. Face Shao, ich hoffe, so spricht man sie auch aus. Ne? Face Shao. Guck mal, was sie drauf hat. Ne? Soll er vielleicht mal machen, bevor ich die Charaktere pull, aber mache ich nicht. Ich angefühle, der Teammitglieder werden für Face Show Aufladungspunkte angesammelt, damit sie ihre Ultimate einsetzen kann. Ja, der Teammitglieder werden für Face Show, alles klar. Angriffe von Verbündeten können Face Show zu Vollgang. Siehste, genau das habe ich gesagt. Sie ist genauso wie Moos, nur besser. Schlechte Bewegung zieht Gegner während der Erkundung mit je mehr Gegner, alles klar. Oh, sie hat zwei Schwerter. Hat man sie schon gesehen, wie sie irgendwie hat? Alter, sie hat so ein cooles. Ich finde ihren Mantel super cool. So einen weißen Mantel, ja, so Seto Kaiba-mäßig. Ich finde das so cool. Du weißt, umziehe mehrere Gegner mit. Wow. So ein Werden, desto stärker ist der Schaden. Okay.
Und bei jeder Welle wird halt ausgelöst. Alter. Erinnern Ansatz der Technik und zieht Gegner in der Nähe mit. Je mehr Gegner angezogen werden, desto höher Schaden beim Kampfeseintritt. Na klar. Boah, guck mal hier. Na, warte mal, wenn ich das jetzt... Hier auf jeden Fall Stil. Ja, wow, was? Boom. Wäre wie lustig gewesen, wenn dieser Affe um mich rumgeflogen wäre. Irgendwas wird da gerade aufgeladen bei ihr unten. So, fügt ein Gegner Windschaden zu und startet zusätzlich einmal den Folgeangriff des Talents, also so wie bei Topaz eigentlich. Während des Ultimates wird der Widerstand des Gegners unabhängig von Schwächetyp reduziert. Oh. Solange das Ziel sich im Schwächebuch befindet, wird Felschers Schwächebucheffizienz erhöht. Sieg ersetzt Gegner ein setzt gegen einen Gegner 6-mal schneidender Blitz im Tanz oder spaltender Keep gen Himmel ein und verursacht schließlich Windschaden. Ein fliegender Aureus. Ich meine nochmal. So. Oh, geil. Ja, dog. Ah, sie ist so cool. Ja, nimm Bubble Tea. So. Ist sie schon wieder eine andere Waffe? Na, ah, sie hat andere Waffen, je nachdem, was für Sachen sie einsetzt. Sie hat eine Gunblade. Das hat ja Ruby. Und jede Waffe eine Knarre ist. Ja. Ich weiß, das bringt nichts, aber ich will mehr von ihr sehen. So, und sag mal, tut der Vorgang irgendwie so Dinger verbrauchen? Ja, wie weit kann ich denn da erhöhen? Wo? So, ey, nicht kaputt machen. Ich will noch hier gucken. So, guck mal. Okay, da wurde ich angeschrieben. Okay, oh, das ist wie bei Acheron. Einzelangriff, was? Was so? Was mache ich hier gerade? Oh, nochmal. Ich weiß nicht genau, was hier gerade passiert, aber es ist cool anzusehen. Okay, ich weiß nicht, warum man jetzt noch mal bei ihr am Leuchten war oben. Okay, sie ist definitiv ein Charakter, bei dem ich nur erstmal gucken muss. Wie sie funktioniert, ne? Aber ah, guck ich meine an. Ihr Symbol tut sich so langsam füllen. Dieses Symbol, was sie da hatte, tut sich ganz langsam füllen. Naja, die hat irgendwie so ein komisches Symbol gehabt in dem Kampf. Und die einzelnen Bereiche davon haben sich irgendwie aufgefüllt nach einer Zeit. Ja, gehen wir mal kurz nach Wolkenfurz, ne? Und jetzt habe ich auch wieder Charaktere zum Leveln, ne? Also ich werde ganz definitiv sie natürlich erstmal leveln, ne? Neue Charaktere zum Ausprobieren. Nein, ich mit. So. Oh, mit Yokong. Wir gerade mit Yokong geredet, ne? Yokong hat auch irgendwie so eine Fähigkeit, wo sie irgendwie ganz schnell rennen kann. Aber ja, das wird natürlich vorhin in den Schatten gestellt von ihr. So. Haben wir mal das gerichtet an Feishao. Ja, ne? Da, cool. Da, sie hat so ein komisches Symbol, ne? Sie hat nicht so ein... Sie hat wie Acheron. Sie hat irgendwie so einzelne Segmente irgendwie, ne? Hier so wie Acheron. Jedes Mal, wenn Acheron irgendwie einen Debuff macht, dann wird davon ein von diesen Dingern hier gefüllt. Und wenn die alle gefüllt sind, kann sie auch Ultimate einsetzen. Bei ihr ist das
auch so die einzelnen Dinger wurden irgendwie alle so gefüllt und dann konnte sie ihre Ultimate einsetzen, ne? Also ich meine, ich muss noch ganz eindeutig lernen, wie man sie spielt, ne? Das ist immer so die Magie von allen Charakteren. Ich muss jetzt mal gucken, wie man die auch spielt, ne? Bis halt irgendwie lustig wird mit denen, ne? So. Sehr cool. Ah. Wie viele Fuchsianer, wie heißen die? Foxians? Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Foxians heißen die in Englisch. Wie viele habe ich jetzt schon? Ich benutze auch, ne? Yukong habe ich mal benutzt früher. Feishao benutze ich. Ich benutze Hoho, ne? Das war es, glaube ich. Tingyun tue ich hin und wieder mal benutzen, ne? Das wären drei. Ich könnte mir ein Fuchsian-Team jetzt machen. Ne, wenn ich jetzt noch jemanden hätte, ne? Yukong, wenn ich Yukong hier noch benutzen würde, ne? Eigentlich schon, ne? Ich glaube ja. Cool. Ja gut, dann noch irgendwas? Nee, ne? Genau, Handy. Handy sieht so aus. Wie sieht sein Handy aus? Sein Handy so. Er hat natürlich diese Vincent Valentine ja Fingerrüstung, keine Ahnung, Fingerrüstung, ich weiß nicht. Da ist der Flieger. Huh. So cool. Ich habe natürlich jetzt wieder hier Charakter zum Leveln, ne, was lustig ist. Und ja, ich würde dann sagen, beim nächsten Part, beziehungsweise in diesem Part, ich werde natürlich diesen Part hier noch die Story ein bisschen weiter spielen, ne, auch wenn jetzt hier nicht mehr viel übrig ist. Aber ich werde natürlich noch hier den Part hier so ein bisschen dranhängen. Und dann sehen wir dann, vielleicht sie schon in Action. Ich habe eine Menge Erfahrungspunkte hier angesammelt, die ich nicht benutzt habe, ne, weil ich keinen Charakter habe zum Hochleveln. Ich habe alle Charaktere, die ich hochleveln wollte, jetzt hier hochgeleveln. Ne? Also hier kann ich hier locker reinpacken. Ich habe immer noch mehr als genug. So, beim ersten Mal müsste ich eigentlich genug haben, ja. Nächstes Mal, wenn man ja die hochlevelt, alle 220er Level, dann kriegt sie ja so ein Ding. So, ich glaube, das hier, da kriegt man durch einen neuen Boss, der freigeschaltet wurde. Genau hier in der großen Theater wurde jetzt ein neuer Boss hinzugefügt. Ich glaube, da ist ein alter Boss, den man schon kannte, aber dieses Level-Up-Ding war noch nicht hier. Dieser Boss hier zum Bekämpfen war noch nicht da. So, ich kann sie noch mal hochleveln, sehe ich gerade. Ich brauche nur. Ja, ich habe so Gefühl, sie wird beim nächsten Mal. Ich habe 10 Treibstoff bekommen vorhin gerade. Ich habe definitiv genug Ressourcen, um sie irgendwie, weil nicht innerhalb von, ich tue noch meine grünen Sachen bisher verballern, um sie definitiv hier hochleveln zu können für den nächsten Part. Ne? Ist gar kein Problem gerade. So, diese Sachen sind natürlich ein bisschen schwieriger zu grinden, ne? Weil da muss ja natürlich hier alles hier haben. Griff zum Himmel. So, hat sie gerade gesagt, zu langsam, ein bisschen schneller oder so. Ich glaube, so in der Art, ne? So, diese Dinger, die ersten Dinger sind immer leicht zu leveln, ne? Aber dann brauchst du irgendwie mehr Ressourcen, ne? Und dann musst du anfangen zu grinden. Und ja, aber das wird schon gemacht, ne? Lichtkegel werde ich mir auch was einfallen lassen, werde ich schon irgendwas haben. Aber ja, ich habe 10 Treibstoff, das heißt, ich werde eine Menge Sachen hier grinden, ne? Wird jetzt nicht so ein Problem sein. Und ja, dann sage ich, wir machen dann jetzt hier weiter. Wir haben nur noch 20 Minuten, um gleich die Story fortzuführen. Aber wann auch immer das passiert, für mich wird das jetzt nicht mehr heute noch passieren, sondern irgendwann, keine Ahnung, wenn hier irgendwie, was ist das eigentlich? Ist das online? Nein, dann nicht. Wie viele Dinge habe ich jetzt? Ich habe nämlich hier auch schon so ein paar Dinger zusammengespart. Ich will mal gerne hier, ich würde ehrlich gesagt lieber Welts-Dingen hier haben, aber ich habe ja gerade einen Lichtkegel bekommen. Ich will erst mal gucken, wie der sich hier so schlägt, ne? Und ja, außerdem möchte ich hier ansparen, falls ich die andere Lady auch noch haben will, ne? Und ja, gucken wir mal. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt und wir sehen uns dann für die letzten 20 Minuten, wo die Story weitergeht, dann beim nächsten Mal wieder, ne? Also ja, bis gleich. Und hoffentlich wird sie bis dahin schon hochgelevelt sein, ne? Damit sie auch hier direkt bei der Action mitmachen kann, ne? Gut. Ja, dann mache ich hier einen Schnitt und bis gleich. Ja. Sehr cool. Boom. Ja, hi und willkommen.
Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Ja, in der letzten Folge haben wir, beziehungsweise in dieser Folge, ne, wir nehmen jetzt hier, ich nehme jetzt hier noch die letzten 20 Minuten auf, ne, für den letzten Part, für diesen Part. Wir haben ja gerade angefangen. Vor dem Schnitt haben wir Fei Shao hier gepult und jetzt sind wir hier im Besitz von Fei Shao. Und es ist ungefähr, ich weiß gar nicht, wann ich sie gepult habe. Ich habe sie relativ beim ersten Tag oder so gepult, ne? Und wir sind jetzt nur noch 4 Tage entfernt von der nächsten Gacha. Also ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen, ne? Und ja, ich habe sie hochtrainiert, ich habe sie auf Level 80 gebracht, ich habe alle ihre Sachen auf Level 8 gebracht, alle ihre anderen Sachen gelevelt. Da ist bei mir immer mindestens halt, ne? Danach ist alles immer noch so zusätzlich ein bisschen, ne? So ein bisschen Luxus irgendwie, ne? Aber Level 8 ist bei mir immer alles fertig, beziehungsweise Level 6 hier bei normalen Angriffen. Relikte, ich meine, lass nicht darüber reden, ne? Das ist noch alles ein bisschen offen, da haben wir nur noch Müll, aber ja, was soll's. Ich habe ja mal dieses 5-Sterne-Ding gegeben, was ich habe. Das eine Waffe müsste ich für sie auch nicht leveln. Und ja, cool. Wir nehmen jetzt hier noch 20 Minuten auf und ich würde sagen, wir starten dann schon mal hier, wie es hier so weitergeht, ne? Um zu gucken, was jetzt hier so passiert in der Story. Die Story ist ja jetzt fortgesetzt worden. Und ist auch, glaube ich, das einzige. Ja, wir müssen immer noch die Begleitermission von Yunli machen, ne? Aber wir machen erstmal das hier, ne? Natürlich muss ich erstmal die Story wieder weitermachen, um mir die Events zu machen. Und was ich irgendwie gesehen habe, wo war, irgendwas habe ich, irgendwas Interessantes hatte ich gesehen letztens. Weiß noch nicht mehr, was das war. Oder war es Sendes? Ne, war Sendes. Ne, war Sendes. Ich habe gedacht, wir kriegt mal einen Charakter, wenn man das Event abschließt. Aber ne, es war Sendes Zone Zero. Und ja. Wir machen jetzt hier ein bisschen weiter, ne? Wir gucken mal, so 20 Minuten, ne? Waren dann, glaube ich, die ich hier noch übrig habe. So ein, zwei Gespräche schaffen wir da bestimmt noch, ne? So. Yan Qing, was geht ab? Nach dem Ausbruch aus dem Kerker der Kettenstraßen. Ah ja, genau, unsere Charaktere waren ja jetzt gefangen hier im Kerker, ne? Und da ist Fei Shao. これが証明書の日常なのでしょうか。ここまで言ったりしているとは思いませんでした。感情中枢の機体パラメーターが上昇しています。冷却液を飲んで温度を下げなければ。心配すんなって。チケットさえ買っとけば地高から乗船のお知らせが来るから。漢方によると天霊が始まる前に強砲艦が霊砲を発射するらしいぞ。1日目の。Auf uns. Klassische Gacha-Spieler. Jo, wir sind anscheinend frei. Wie sind wir da ausgebrochen? Wir haben ja daraus geschafft. Wurden wir nicht eingesperrt? Ja. Was war bei euch los? Fast eigentlich nur zusammen, was wir ja schon, gemacht haben, ne? So für den Fall, dass man irgendwie einen Monat lang nicht gespielt hat, ne? So, ah, das ist nochmal passiert, ne? Ich glaube, hier wird nicht viel passieren. In diesem Part, da wird wahrscheinlich hier dieser Rückblendenplan, ne? やつらは風霊の逃亡を手助けするために海星港に入って運悪く僕たちの偽の身分は。 実はさっき森人を辞退させてほしいって
Wie bitte? Du wirst den Ring nicht verteidigen? Diese Touris, wenn man so Touristen, die Touris, ich fange langsam an zu glauben, die deutsche Übersetzung wird nicht so ernst genommen von Mihoyo. Ich habe mir mal ihren Trailer angesehen. Irgendwie ist sie in ihren Trailer die ganze Zeit betrunken, ist irgendwie voll der Drunken Fighter. Irgendwie sehe ich davon nichts in ihrem Spielstil. Ja, was bringt dich hier in Generalin? Haben wir sie überhaupt schon mal getroffen? さすがは天劇将軍。でも早めに済ませてくださいね。それは私が決めることじゃないわ。ここに来たのはあなたの食べっぷりを見るためなんだから。ほら、早く食べちゃいなさい。僕の。でも今はゆっくりご飯を食べてる場合じゃありません。第一、量が多すぎる。 なの。私は食べてよくて、あなたはダメなの？ポリの患者を見てからずっと気を張ってるんでしょ？フーレイはお腹が空いてる状態で勝てるような相手じゃないわ。あんまり焦らないで、ご飯を食べながらでいいから冷静になりなさい。でもフーレイは今も行方不明で、小球さんだって。もうさ、早いな、アルタ。僕たちが時間をかければかけるほど。 Er ist ein riesiger Wolf, Mann, den werden wir schon irgendwo finden. ですね。リーズがボルフマンね。前もその英語フェンデン。彼の忠告っていつも正しいのよね。それなのに私よりあなたの方が焦ってどうするの？ポリの忌み物とは長いこと戦ってきたから、奴らの凶悪さも狡猾さもよく知ってる。今回の脱獄事件、 連中は明らかに周到な準備をしていた。そういう影に隠れた敵が軽々しく舞台に上がることはない。あ、これボスやおるね、みたいな。獲物がずるがしく。おお。狩人はそれ以上に辛抱強くならないと。弓で敵を射るのと同じように限界まで鶴を引くことで一撃必殺を叩き込める。フーレイが。あ、was wenn du Hulei bist? Können Sie sich nicht verwandeln irgendwie? Der wollte eine menschliche Form haben, ne? Was ist denn da mit dem General? Es war mir letztens aufgefallen, ist irgendwie passiert nichts mehr auf Belobok. Also dieser Winterplanet, irgendwie kam da schon lange keine neuen Charaktere mehr oder irgendwelchen Events oder irgendwie sowas. Irgendwie tun die keine Charaktere mehr von diesem Planeten irgendwie zeigen. Luca und Topaz, ich meine, Luca ist glaube ich der letzte Charakter oder war irgendwie vor einem halben Jahr oder so. Da kam natürlich erstmal Pinakuni, ne? Da haben sie erstmal die ganzen Pinakuni Charaktere gebracht. Jetzt sind wir wieder auf diesem Planeten. Und sie natürlich hier auf Bellebock tut sich irgendwie gar nichts mehr.
weil halt nicht so ein technologischer Planet ist irgendwie, ne? Und der letzte Charakter war Topaz, ne? Aber sie gehört eigentlich auch nicht direkt zu Bellabog. Mein Gott, das ist genau wie das Harmoniefest hier wieder. Das Harmoniefest beginnt in 2 Stunden. Das Harmoniefest beginnt in 1 Stunde. AKA in 5 Updates. Ja, wir kommen ja nur zu einer Cutscene. Okay, soll die Kampfkunstzeremonie wirklich wie angekündigt stattfinden? Das habe ich total gerade gesagt. Den Trailer habe ich mir auch mal angeschaut. Der hat da voll einen anderen Charakter wie hier im Spiel. Sie sind irgendwie am Faulenzen irgendwie. Wir so Dangos essen hier von dem General. Und da kommt so ein Hund und tut das von ihr wegklauen, dann verfolgt sie den Hund. Klettert auf die Dächer und so weiter. Voll anderer Charakter, wie was sie hier hat. Welche 2 Gruppen? Erzähl mir alles. Erinnert mich das gerade so an One Piece. Lass das lieber bleiben, sonst kommt hier jemand um. Ach ja, und wer? Ich vermutlich. Das hier? Sehen wir das?
Wie ich gesagt habe, wir gucken uns nur ein paar Cutscenes an. Das ist wirklich eine Cutscene und mehr schafft man nicht. Wahrscheinlich sind wir noch nicht mal irgendwie zu Ende hier. お前さんたちに託したのは演武大将の勝敗と永続だけ。ああ、ナイス。情報官の安全もだ。よく二人に次の計画を伝えてくれ。 Okay. Oh. 6 Stunden vor dem Beginn der Kampfkunstzeremonie, Kerker der Ketten. Spielen wir mal sie. Sie kommt da, glaube ich, als nächstes in die Gacha, ne? Hey, den Raum habe ich schon mal gesehen, aber da ist irgendwie nichts passiert. Ja, wie viele Sachen sind hier jetzt gerade offscreen passiert, ey? Danang ist da. Merz ist da.私も光栄に思う。囚人が脱走した件は把握しているから、今は優秀国の現状について話そう。こうした捕り人が優秀国に潜入、その後囚人を解放して混乱を引き起こしました。こうさ、ケイモンの当直だった半眼のうち、工事部の半眼、摂津が一時戦死。 Oh ja, sie ist tot, ne? Sie überlebt in diesen einen Vogel, oder? Ich nehme an, das machen wir als nächstes, ne? Alter, das ist der Typ ist wahrscheinlich der stärkste Charakter hier auf diesem Planeten. Der Typ hat seinen eigenen Susano, seinen eigenen Susano-Stand. Ich glaube, dem wird es gut gehen. Ich sag ja, irgendwie dieser eine ist irgendwie damit involviert. Seine Fuchstyp irgendwie viel zu zufällig. Sie ausgebrochen sind, während die beiden da unten da gegangen sind, ne? ですが、将軍がなさろうとしていることは、おそらくとても難しいかと。長い間、この黒幕はラフの安全を脅かしてきた。情報は相手を突き上がらせ、ラフに及ぶ危機を大きくするだけだ。おっしゃる通りです。将軍様のご決断であれば、獣王氏は全面的に協力いたします。 Ich weiß immer noch nicht, ob ich sie für sie pullen will oder nicht. Ich muss erst mal gucken, was in der nächsten Gacha ist. Aber ist, glaube ich, noch nicht bekannt, ne? Da gibt es irgendwie so eine, ich glaube, so eine Rapperin oder so, die schon seit langem angekündigt wurde. Ha, guck mal hier. Da ist sie schon direkt hier. So, boah. Okay, sie kann hinzugefügt. Mein Gott, kann sie weit schießen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich für sie irgendwann pullen soll oder nicht. Wie sieht dein Handy aus? So sieht dein Handy aus. Sie sieht irgendwie aus ein bisschen wie Su Shang. Sie sieht aus wie... Habe ich ja mal irgendwann gezeigt. Sie sieht aus wie die Honkai Impact Third Version von Su Shang. Wo Sushang ein bisschen erwachsener aussieht und so. Also die Kleidung ist ein bisschen ähnlich. Nee, eigentlich nicht. Aber welcher Charakter ist jetzt rausgekommen?
Facial aus jetzt rausgekommen, oder? Ich nächstes Mal dann denken. Also ich kann sie ja nicht analysieren, weil sie noch nicht draußen ist, ne? Und machen die schon clever, ne? Gut, aber würde ich sagen, das war wieder genug. Wir waren jetzt so 20 Minuten, ne? Haben wir den Part jetzt gefüllt und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Story, ne? Wann ist die nächste Gacha eigentlich? 5 Tagen oder so, ne? Ich glaube, ich werde sie eigentlich doch pullen, ne? Hm, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer danach kommt. Ich würde gerne wissen, wer danach kommt, damit ich da irgendwie eine Entscheidung treffen kann. Sonst würde ich schon versuchen, für sie zu pullen. Aber wenn kein anderer, wenn ein anderer wichtiger Charakter ist, der mich mehr interessiert, vorkommt, dann wäre es irgendwie besser, aber weiß ich nicht. So, dann würde ich aber sagen, ich habe noch hier wieder ein paar Punkte angesammelt, weil ich ja Facial hochgelevelt habe, ne? Dann habe ich wieder so ein paar Dinger hier angesammelt, 10 Stück. Und ich habe mir ein bisschen Gacha-Snacks hier mitgenommen. Ich habe gerade ein Part Honkai, ein Part Dingens hier, Genshin aufgenommen. Ja, da muss ich auch wieder so Story-Quests machen. Und ich habe mir so saure Bonbons mitgenommen, die heißen Headbangers. Und ich habe da auch einen gegessen. Da gibt es einen Erdbeer und... Ich habe da aber mehrere Farbengabe gesehen, glaube ich. Erdbeer und Raspberry. Crazy Sour. Da sind so Bälle mit Gesichtern. Hm, warte mal, das ist meine Zunge. Ich hab einen roten gegessen. Also ich glaube, mich hat man das sieht. Ich esse jetzt mal einen blauen Raspberry. Vorhin habe ich einen Erdbeer gegessen. Die waren schon ganz schön sauer. Aber die waren irgendwie nur sauer für irgendwie, keine Ahnung, 10 Sekunden. Danach waren die einfach nur so normale Lutschbonbons. Also ich fand die jetzt nicht so spektakulär. Ah, guck mal, was hier passiert. Ne, boah. Blue Balls. Wenn ich 2 davon in meinen Mund nehmen würde, dann hätte ich... dann würde ich Blue Balls essen. So, rein damit. Oh. Erstmal wieder sauer. Die ersten 10 Sekunden. Mhm. Mhm. Ah. Ist nicht unerträglich sauer, aber ist schon so, ja. Nicht dein durchschnittliches sauer. Schon ein bisschen. Mhm. So, oh man, okay, der hat ein bisschen mehr in sich als die Erdbeeren-Dinger. In dem Zustand pullen wir jetzt. Boom, Standard-Gacha. So, auf 5 Sterne. Cool, ja, die Blue Balls haben mir Glück gebracht. Aber was kriegen wir? Am besten wäre Himeko. Oder Yanqing, die beiden habe ich noch nicht. Das sind die einzigen 5 Sterne normal Standard-Gacha-Charaktere, die ich schon noch nicht habe. Oder irgendeine Waffe. Die Waffe von Welt wäre am besten. Oder von Clara. Aber bitte irgendwas. Bitte keinen Doppelten. Bitte irgendwas Neues. Okay, dann haben wir Hanya. Sie habe ich schon maximiert. Ne? Geht das schon wieder? Ausgezeichnet. Das benutze ich auch. So, Gepard. Warum immer er? Ich benutze ihn nicht. So, und das auch. Mein Gott, wie viele Dinge habe ich hier bekommen? What? Ich habe 3-4 Sterne Sachen und ja, 3-4 Sterne und 1-5 Sterne. Ich bekomme die ganze Zeit Gepard. Ich benutze ihn nicht. Ich hätte lieber Clara bekommen, am Ende schon. Ja. Warum kriege ich ihn von allen Charakteren die ganze Zeit? Ach, und schon 3-mal bekomme ich den Typen, wenn er durch die Fertigkeit angefangen Gegner sich von erholt, er sinkt sein Geschick. Fertig angefangen Gegner sich von gefroren erholt. Das ist genau wie bei Diluc in Genshin. Ich bekomme die ganze Zeit Diluc, aber ich benutze ihn nicht. So gut, jetzt habe ich aber einige Waffen hier öfter bekommen. Hanya hatte ich schon maximiert, ne? Ja, Hanya hatte ich maximiert. So, der Saure ist übrigens jetzt weg. Ich fühle mich, als würde ich auf so eine, nachdem man saure weg ist, ne, ich fühle mich an, als fühlt sich an, als würde ich irgendwie gerade so eine saure Pistolenkugel irgendwie gerade lutschen, so eine runde, so in den ganz altertümlichen Gewehren. Die hatten ja runde Kugeln, ne? Irgendwie fühlt sich ja gerade an, als würde ich so eine lutschen. So, Hanya, mein Gott, Hanya ist hier, die ist nicht hochgelevelt hier. Und ja. Ja. Warum Gepard von allen Charakteren? Wortwörtlich.
So. Aber ich habe noch zwei Dinger hier bekommen. Das hier habe ich, glaube ich, noch nicht maximiert. Und das ist gut. Genau. Und das eine habe ich letztens erst zum ersten Mal bekommen, ne? So, diese ist gut, weil die ist gut für Joey. Dieses Ding hier. So. Kritrat um 30. Boah. Und das habe ich letztens bekommen, ne? Natürlich. Ja. Packen wir direkt rein. Ich weiß nicht, für wen ich das nutzen kann. Für Esther nehme ich an. Ich drücke die ganze Zeit die falschen Knöpfe. Beim jedem Mihoyo-Spiel halt irgendwie anders ist. Ein Verbündeter nach Kampf tritt denselben Schaden wie der Erträge verursacht, wird der zufügende Schaden um 15% erhöht. Für den gesamten Kampf? Weil das wäre nämlich ziemlich krass. Hey, warte mal, Harmonie. Ah ne, schade. Dann hätte ich gedacht, dann hätte ich das hier Dings gegeben. Hier, Galaga, aber er ist ja nicht. Er ist Überfluss, ne? Oder wie auch immer das heißt, Überfluss, ja. Bandens. Und hätte ich halt ihn gegeben, weil ich benutze ihn ja immer in Kombination mit. Dann verbündet nach Kampf vertritt denselben Schaden zu wieder. Könnte ich das nicht eigentlich auch Sparkle geben, weil sie hat ja schon diesen Buff, wo sie irgendwie alle Charaktere mit demselben Schadenstyp hier erhöht, ne? Das heißt, ich werde eigentlich hier encouraged, hier Nihility-Charaktere, Quanten-Charaktere zu benutzen. Das heißt, wenn ich das hier Sparkle gebe, dann erhöht sie nochmal den Schaden von allen Charakteren um 15%? Oder ist das nur für einen Charakter? Da muss ich mal online nachgucken. War das jetzt ausgerüstet? Das hier. Bleh. Muss ich mal gucken. Weil das klingt nämlich ziemlich krass. Ja, ich habe gerade mehr Erfahrungspunkte bekommen, ne? Boom. Also ja. Einer. Ne, ich meine Level Up. Na gut. Ja, weiß ich nicht, ob ich hier noch weiter aufnehme. Vielleicht warte ich irgendwie, bis sie in der Gacha ist. Ich weiß es nicht. Ich wollte nur hier die 20 Minuten noch mal füllen, ne? Und sag dann Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann irgendwann weiter, ne? Und wir sehen uns dann wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Hast du irgendeine Idle Animation? Die würde ich dann gerne mal sehen. Sag mal, irgendwas. Ja. Du hast einen Hasen, anscheinend. Okay. Sie hat einen Hasen. Okay, ciao. Bis zur nächsten Folge.